Kopf ist einfach weg. Das sind Knochen. Das sind Knochen. Die Mystery Box ist endlich da, Freunde. Und sie ist genau vor mir. Ich bringe sie euch, zeige sie euch mal. Komplett schwarz. Hier steht nicht mal Absender oder sonst irgendwas drauf. Sie ist sehr schwer und in der Beschreibung stand, man soll sie nicht schütteln. Warum auch immer. Ich bin gespannt, was drin ist und... Also sie riecht nach nichts. Sie riecht wirklich nicht. Aber irgendwie umgibt mich eine seltsame Aura, wenn ich sie jetzt hier nehme. Auch nicht wirklich. Die Mystery Box wird jetzt geöffnet. Hier ist ein Mamikoha. Wie kommt das jetzt schon dahin? Bevor ich das Ding jetzt aufmache, stellt ihr erstmal sicher, dass ihr den Kanal abonniert. Diesen Moment gebe ich euch kurz. Macht mal kurz. Jetzt macht kurz. Nehmt euer Handy, das gerade so bequem ist, und tut es anders bequem, so, damit es nicht mehr so bequem ist, und drückt auf Abonnieren. Und wenn ihr das gemacht habt, dann machen wir das Ding auf. Habt ihr? Ihr habt nur 3 Sekunden. 3, 2, 1. Und ich sehe den Dislike-Button. Das ist so Panzertape. Also man hat das wohl mit Panzertape zugemacht. Weil ihr sagt, Kio, du redest immer zu viel, tue ich euch heute einen Gefallen. Ich mache dieses Unboxing von dieser Mystery Box mit... Woher? Ich weiß ja nicht mal, woher das ist. Ich kann doch nicht irgendwelche Substanzen an meinen Mund dran kleben. Oh, das hat wehgetan. Das ist ein Stück Lüffel mit. Kennt ihr das, wenn man so Eis isst? Dieses eingefrorene Eis. Und das hatte ich gerade mit diesem Tape. Wisst ihr was? Ich mache den guten alten Schneidersitz. Ja, Freunde, ich bin ja gerade umgezogen und es ist alles noch nicht so ganz fertig. Aber ihr werdet auch ein anderes Setup zu sehen bekommen. Und ich habe sogar einen Dachboden. Und ich sage euch eine Sache, hier spukt es. Irgendwie sind jedes Mal, wenn ich auf diesen Dachboden gehe, tote Fliegen auf dem Boden, hier rumliegen. Und es sind ein paar andere Sachen passiert. Ich mache mal ein eigenes Video dazu. Okay. Boah, das ist schon gruselig, Mann. Also ich habe irgendwas schon mal gesehen. Irgendwas habe ich gesehen. Um natürlich die Watchtime zu erhöhen, lassen wir uns besonders sein. Nein, Quatsch. Ich gebe wirklich Gas. Wird ein kurzes Video. Ich bin einfach nur gespannt, was drin ist. Oha. Also das sind auf jeden Fall Sachen. Ich lasse euch kurz reingucken, okay? Ich sehe hier irgendwie dieses Material. Das ist Wachs. Was war das? Nicht, dass ich irgendwas Ekliges... Okay, wisst ihr was? Bevor ich jetzt wirklich komplett aufmache, einmal den Like-Button. So fest ihr könnt, mit eurem Kopf eine wegslappen. Ja, komm, ich will selber wissen. Oh, das ist extrem gruselig. Okay, bevor ihr sagt, das ist Fake und so. Ich habe keine Ahnung. Ich schwöre euch hoch und heilig auf Mamikos Ohrläppchen, dass ich keine Ahnung habe, was da drin ist. Aber könnt ihr sehen, dass hier so Wachs ist? Kann man das sehen? Das Ding ist, ich will, dass ihr und ich gleichzeitig sehen, was... Ich kann doch den Tisch runter machen. Okay. Okay, beide Seiten sind offen. Jetzt mache ich auf. Ich werde nicht reingucken. Ich gucke, hier ist ein kleiner Bildschirm. Haarenkatastrophe aus. Und ich gucke in diesem Bildschirm, was da drin ist, mit euch zusammen. Sieht man was? Ich erkenne es nicht richtig. Sieht man? Aber irgendwas stinkt. Oh mein Gott. Da sind Bilder. Da sind Bilder. Wir werden jedes Bild einzeln angucken. What the? Was heißt das? Das ist irgendwas Religiöses. Das ist irgendwas Religiöses. Oh mein Gott, da ist ein Text. Da ist ein Text. Okay, ich dachte, es geht in diese Dingsrichtung, so irgendwas Echtes, Mordfall oder so, aber das geht voll in die okkulte Richtung. Satan persönlich, und da steht hier was. Da ist ein Zettel. Faith. Okay. Da stehen Sachen. Auf Englisch ist das aber, glaube ich. Also Hexenkraft war nicht immer ein Verbrechen gegenüber Menschen, sondern auch gegenüber Gott. Also hier geht's um irgendwas Hexerei. Your soul can be only soul. Das sind auch irgendwelche Urzeiten. Eine Hexe galt sofort als jemand vom Glauben abgefallen. Ja, galt daher als verloren. Und sie konnte ihre Seele nur retten, wenn sie ein Geständnis ablegt. Und
dafür ja, gefoltert werden musste, damit ihre Seele befreit ist, aber der Körper selbst, also sie selber wurde verbrannt. Ein Mann oder eine Frau, der ein Medium oder einen Geist beschwört, soll bestraft werden, soll gesteinigt werden, alles voller Blut versehrt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es scheint wohl echt um Hexerei zu gehen. Wir gucken einfach weiter, was da noch drin ist. Also hier ist irgendwas richtig krass verpackt. Ich meine, jetzt kommen diese schweren Sachen. Oha, ich habe keine Ahnung, was drin ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob ich das anfassen soll oder anfassen darf. Alter, ich traue mich, das nicht anzugucken. Ich mache jetzt das Ding einfach weg und gucke nicht hin. Oh, irgendwas hat sich bewegt! Irgendwas hat sich bewegt! Irgendwas hat sich bewegt! Irgendwas hat sich bewegt! Vielleicht habe ich das bewegt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist krank! Das ist krank. Das ist kranke Scheiße. Das ist okkulte Kacke, Kacke, kranke Kacke. Also ich sehe eine schwarze Kerze auf jeden Fall mal. Muss ich... What? Bruder, was sind das für Sachen? Oh mein Gott! Könnt ihr das sehen? Schwarze Kerze. Kreuz. Da ist eine Puppe drin. Und da ist ein Buch drin. Ist das... Kann man das aufmachen? Irgendwas ist da noch drin! Boah, wie eklig! Der Kopf von der Puppe. Der Kopf von der Puppe. Aber was bedeutet das? Muss ich jetzt Ritual beschwören oder was soll ich machen? Das... Okay, langsam. Langsam, langsam, langsam. Ich habe viele Horrorspiele gespielt, die so ähnlich waren. Ich mache jetzt spannend, okay? Ich tue jetzt erstmal dieses Buch oder was das ist weg. Erstmal dieses Buch weg. Was ist das? Buch, Teufelsaltar. Okay, das hier kommt auch weg. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Steht irgendwas drauf? Witch, Witch, also Hexe. Nein. Da ist eine Kassette, glaube ich. Ich glaube, da ist wirklich eine Kassette. Da ist eine Kassette, aber ich will sie abspielen. Ich habe keinen Kassettenrekorder. Da ist eine Kassette drin. Oh mein... Oh. Die Bestellung war dumm. Dumme Bestellung. Alles ist dreckig. Ich weiß hier nicht mal, ob da irgendwas so giftig ist oder so. Ich bin so dumm. Ich habe nicht mal Handschuhe hier. Okay, Leute, macht egal was... Egal was ihr macht. Tut das nicht. Tut das einfach nicht. Und wenn ihr was macht, dann macht es mit Handschuhen. Okay, diese Kassette tun wir auch mal weg. Die machen wir auch gleich auf. Hier ist noch was. Hier ist so ein kleiner Beutel. Boah, die haben richtig Liebe zum Detail reingesteckt diesmal. Der Kopf ist einfach weg. Das hängt trotzdem noch irgendwie zusammen. Boah. Da ist was drin. Da ist was drin. Boah, das ist Staub. Das ist so ein Messer. Oder so. Ich hol Handschuhe. Ich finde keine! Ich hätte die viel früher holen sollen eigentlich. Also... Also, boah, das Zeug ist ultra staubig und dreckig. So Erde ist halt drin. Ist irgendwas in diesem Kopf drin? Ich bin gespannt, was in diesem... Irgendwas Scharfes! Haben die irgendwie Essen? Haben die so Cayenne-Pfeffer reingepackt oder was? Was ist das? Einfach ein Stück Holz. Das ist wirklich einfach Holz. Diese arme Puppe, die hat es nicht geschafft. Ist irgendwas in der Puppe? Ich mache es wirklich auf. Ich glaube, hier ist wirklich was drin. Nee, da ist nichts drin. Okay, okay. Ich denke, hier ist was drin. Hier muss was drin sein. Das ist ein Beutel. Das sind Knochen. Das sind Knochen. Das sind Knochen. Ich weiß nicht von was. Boah, mir ist schlecht. Das sind. Bäh, das sind Knochen. Da sind Knochen drin. Aber von was? Das ist das Ekligste, was ich jemals gesehen habe. Ich habe nur noch die Kassette. Nein, dieses eine Buch habe ich noch. Dieses dicke Buch da. Okay, machen wir danach. Steht nichts dran. Das ist einfach nur irgendwas, aber abgedingst. Fuji.
zumindest Marke, Fuji. Aber sonst nichts. Denkt ihr, man kann das abspielen? Die scheint nicht kaputt zu sein. Das ist schon, aber sieht nicht so riesen Kratzer aus. Alt sieht die auf jeden Fall aus, aber die ist nicht kaputt. Ich lasse mal kurz liegen. Mein ganzes Handy. Das Zeug lag auf dem Handy. Mein Handy ist jetzt voller Staub. Hier. Mein Handy voller Staub. Ich mache jetzt noch dieses Ding auf, diese Box hier. Boah, ist schwer. Das war das, was so schwer war übrigens. Da ist irgendwas drin. Da ist ein Bild. Das ist wirklich krank. Ich zeige euch gleich, was es ist. Ich gucke, ob noch was drin ist. Das ist wirklich krank. Das ist gruselig des Todes, aber ist auch wirklich krank. Das ist ein Bild. Und ein Zahn. Da klebt ein Zahn dran. Emeya 1997 bis 2008. Also, das ist ein Kind und sie soll wahrscheinlich eine Hexe darstellen. Ich meine, aber das ist ein Bild von einem Kind und hinten steht, erlaube es nicht Hexen, dass sie am Leben sein sollen. Und das ist ein Zahn oder was das ist? Schwarzer, gelber Zahn. Kann man das sehen? Und halt noch die Kassette. Ah nein, hier, das haben wir noch. Oh mein Gott. So eine Satan-Kette. Ihr wisst schon. Boah. Mit so, ja, Pentagramm-Dings. Ich bin gerade wirklich drin. Also wirklich drin. Oh nee. Was steht hier? Dear Maria, I know that Emeya loves these magical things. Ich verstehe halt irgendwas auf Englisch geschrieben, aber man kann das nicht, also sehr, sehr komisch, also die Schrift, man erkennt halt nicht richtig, wie, es wurde mit Hand geschrieben auf jeden Fall, also ich kann es nicht entziffern, weil das so scheiße geschrieben ist, also es geht wohl, ich muss checken, dieser Brief ging an die Mutter von my niece, nicht der Emeya, also als hätte irgendwie die Mutter von die Schwester, also der Mutter geschrieben und die Mutter von der Tochter, die so heißt, und dass die Tochter sich wohl so, ja, für okkulte Sachen interessiert hat, okay. Wir haben noch diese Kassette hier. Ich sag's wie es ist, ich habe keinen Kassettenrekorder. Ich hab keinen. Aber wie oft hatten wir irgendwelche Sachen? Lost Place. Oh mein Gott! Okay, das, Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das müssen wir eigentlich abspielen. Kassette, die rumlag, die ich nicht mitgenommen habe. Wisst ihr was? Liked einmal das Video, wenn wir die Kassette aufmachen sollen. Ich werde das ganze Zeug jetzt. Ich weiß. Nein! 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 Dieses ganze Zeug. Okay, bestraft. Ich sehe jetzt schon. Ich wohne ja noch nicht so lange, aber ich bin. Dieses Haus ist jetzt schon verflucht, wirklich. Ich muss hier sauber machen und ich weiß nicht, was ich mit dem Zeug machen soll. Schreibt auch in die Kommentare, ob wir das hier abspielen sollen. Hier ist bestimmt irgendwas drauf. Passt auf euch auf, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.